Okay, ja, ungewohnt diesmal ohne Zuschauer, ja, aber Ja. Aber genau. wir hoffen, dass die Zuschauer kommen danach, wenn wir das Genau, die gedreht kommen haben. danach, Sie ja. Abonnieren und Glocke rein, immer, ja, das ist auch wichtig. werden. Genau, also wir Ja. haben diesmal, vielleicht wie im letzten Video, falls ihr es auch gesehen habt, haben wir wieder zwei Fälle aus der Notaufnahme für euch da. Ich würde uns so ein bisschen durch die Fälle durchführen und quasi Marina dann dazu Fragen stellen und kann sie dann erklärt sie auch noch was dazu. Genau, wir stellen uns vor, wir sind in der Notaufnahme und wir sind der diensthabende Internist oder der diensthabende Arzt und es kommt ein neuer Patient zu uns. Diesmal ist es so, es ist ein 47-jähriger Patient, ist also auch noch jünger, kommt mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme. Ja, wir stellen uns vor, der Patient liegt vor uns, der ist kooperativ, kann mit uns reden. Wir gucken auf die Vitalparameter. Blutdruck ist ja soweit noch stabil. Dann die Sättigung ist mit 93 schon gesenkt und der Puls ist ein bisschen erhöht und ja, die Atemfrequenz ist noch im Rahmen. Gehen wir zu dem Symptom, beziehungsweise wir machen unsere Anamnese bei dem Patienten. Da ist es so, er hat seit 5 Tagen Belastungsdyspnoe und die nimmt auch zu. Und was er auch hat, ist, er hat so einen drückenden Brustschmerz bei Belastung. Den hat er momentan jetzt nicht, sondern der ist immer so intermittierend gekommen. Er ist nicht ohnmächtig geworden, er hatte jetzt so Gefühl von Herzklopfen nicht. Übelkeit und Erbrechen hat er nicht. Stuhlgang ist auch unauffällig. Und er hat jetzt kein Fieber- oder Infektzeichen. Die Anamnesen hier sind nach dem Sampler-Schema, falls ihr das kennt. Deswegen Allergien und Medikamente kommen noch. Marina, fehlt dir da noch was bei der Anamnese? Bei Belastungsdyspnoe, gut, der Patient kam mit Belastungsdyspnoe. Da fragen wir, wie lange haben wir schon gemacht? Dann bei welcher Belastung würde ich auch fragen, was bedeutet für uns Belastung? Ja, kann er jetzt seine übliche 8 Kilometer nicht laufen oder kann er schon 5 Schritte nicht machen? Ja, das würde ich noch ergänzen. Und über Druckschmerzen haben wir auch gefragt. Da würde ich fragen, ob da schon mal kennt, ob da irgendwelche kardiale Vorerkrankungen bekannt sind. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich später gefragt, oder nicht? Das kommt genau, was da noch die Nachvorgeschichte kommt, dann quasi noch. Wir gehen mal weiter. Wir fragen nach Allergien. Ist in dem Fall so, er hat keine Allergien. Dann Medikamente. Nimmt er jetzt bisher nur Ramipril, also ist ja wahrscheinlich irgendwas mit Bluthochdruck bei ihm. Und wir fragen noch, was bei ihm so medizinisch schon gemacht wurde. Da ist es so, er hatte jetzt seine Covid-Impfung vor 2 Wochen. Dann vor 4 Wochen hatte er ein Exanthem am linken Unterschenkel. Und was vielleicht für uns am wichtigsten ist, dass er hatte eine tiefe Venenthrombose vor 2 Jahren. Vielleicht Marina, warum, vielleicht jetzt schon mal, wenn wir sagen Dyspnoe und Zustand nach tiefer Venenthrombose, warum ist das jetzt für uns wichtig? Vielleicht kannst du es mal erklären. Ja, also Belastungsdyspnoe, da müssen wir initial denken, geht es eher in Richtung Kardiologie oder in Richtung Pulmonologie? Kann das was mit Herzinfarkt zu tun sein oder kardial dekompensiert sein? Oder kann das zum Beispiel COPD, was eher für Belastungsdyspnoe untypisch ist, oder Lungenembolie sein? Und für Lungenembolie haben wir sogenannte Well-Score. Und da gucken wir, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient Lungenembolie hat. Und in der Anamnese, Lungenembolie oder TVT, ist schon ein Punkt dafür, dass man erhöhtes Risiko haben konnte. Und vorher haben wir gesehen, dass der Patient tachykard war. Das ist auch auffällig. Das wird auch im Well-Score einberechnet. Und genau in diesem Fall müssen wir auch darauf gucken, dass der Patient Covid-Impfung hatte. Und muss man fragen, was für Impfung, aber wir wissen, dass nach bestimmten Impfungen es gibt Risiko, Lungenembolie zu entwickeln. Genau, vielleicht wir kommen ja auch noch zu dem Well-Score. Das ist auch in dem Well-Score ist das auch ein relativ großer Punkt. Also da gibt es quasi, wie soll ich sagen, Dinge, die verschieden gewichtet sind. Zum Beispiel die Tachykardie hat eher weniger Punkte, aber zum Beispiel, dass sie schon mal eine TVT oder eine Lungenembolie hatten, ist quasi, ich glaube, 3 Punkte sind das. Also gibt es quasi Ja, viele Punkte. das Punkte. Genau, können wir aber gleich nochmal drauf gucken. Dann, wir fragen noch, wie ist es mit der Dyspnoe? Hat die vielleicht plötzlich eingesetzt? Und er sagt, ja, die hat so nach und nach ist das gekommen und ist dann eben immer schlimmer geworden, bis es jetzt heute am schlimmsten ist.
Dann fragen wir ihn noch nach Risikofaktoren. Ist vielleicht einfach so, einmal so, wir sehen, dass der Patient adipös ist. Er sagt uns aber, geraucht hat er bisher noch nie, Alkohol trinkt er auch nicht. Dann, bei ihm ist der Bluthochdruck bekannt, das ist aber eben eingestellt mit dem Ramipril. Dann, Hyperlipidämie ist jetzt bei ihm noch nicht diagnostiziert worden, ist aber ja relativ wahrscheinlich, wenn die Leute adipös sind. Und was eben für uns ist dieses, dass er eben Zustand nach TVT ist und diese Covid-Impfung hatte. Ich weiß nicht, Marina, kannst du das sagen? So als... Und hier steht auch... Ach so, genau, dass er länger, also er hatte die Covid-Impfung. Ich wollte sagen, hier steht, dass er auch immobil war. Genau, das geht völlig. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Immobil war, das ist auch ein Moment, was wir dann berücksichtigen sollen. Das ist auch ein Risiko, TVT oder irgendeine Miliz zu entwickeln. Ich weiß nicht, Marina, kann man das so sagen, dass eigentlich jeder Patient, der adipös ist, Hyperlipidämie hat? Oder wie würdest du sagen, wie oft ist das quasi, steht das im Zusammenhang? Also ich muss sagen, Statistik kenne ich nicht. Ich würde sagen, Risiko bei adipösen Leuten, Hyperlipidämie zu haben, ist höher. Aber auch Leute, die Normosom sind, können auch Hyperlipidämie haben. Deswegen so direkte Zusammenhang, glaube ich, besteht. Aber Statistik habe ich nicht im Kopf, würde ich das nicht 100% behaupten. Gehen wir mal weiter. Jetzt ist es so, wir untersuchen den Patienten und da ist es so, uns fällt eben auf, ja, an den Beinen, er hat ja dieses Exanthem, er hat auch diese Hyperpigmentierung da. Also vielleicht irgendwie mal was mit dem Venenrückfluss oder so da gehabt. Aber sonst ist erstmal unauffällig. Wir auskultieren die Lunge, da haben wir erstmal kein pathologisches Atemgeräusch oder ähnliches. Wir hören noch aufs Herz, da ist jetzt für uns auch erstmal nichts erkennbar. Und sonst ja, ist erstmal nicht für uns nichts Auffälliges. Wir drücken vielleicht auch nochmal auf den Brustkorb, um mal zu gucken, ob wir den Brustschmerz auslösen können. Das ist jetzt in dem Fall auch nicht so. Gehen wir mal zum EKG. Da fällt vielleicht einmal auf die Herzfrequenz von 110 pro Minute. Genau, Marina, willst du das EKG mal befunden für uns? Ja, also erstmal haben wir gesehen, dass der Patient Tachykardie ist. Wir gucken, was für Tachykardie ist es. Wir sehen hier P-Wellen. Vor jedem Choreskomplex und Choreskomplex nach jeder Welle. Das ist ein Sinusrhythmus, also der Patient hat Sinus-Tachykardie. Und ich würde hier sagen, das ist zwar überdrehter Linkstyp, aber also S1, Q3 würde ich es auch sehen. Ja, wir sehen hier tiefen S und Q in der Ableitung 3. Sonst muss ich sagen, mir fällt jetzt nicht viel auf. Können wir jetzt zur Brustableitung kommen? Ja, also Tränenarterierungen, V1, definitiv, ja, sonst eher nicht. Ja. Vielleicht auch nochmal, nur weil das kannst du ja quasi nicht sehen, wenn ich nicht das auf die Folie gegangen bin. Der QRS-Komplex ist auch nicht verbreitert. Also kann man vielleicht ja schon so in die Richtung sehen, aber. Genau, weil für Lungenembolie hätten wir dann eventuell rechts Schenkelblock gesehen, aber hier erstmal QRS-Komplexe sehen, nicht rechts Schenkelblockartig und die sind auch nicht so verbreitet. Was vielleicht noch ist, wenn man, aber das ist ja immer so eine Sache, das schreibt man ja irgendwie den EKG-Befund rein, aber es hat irgendwie klinisch eigentlich so gar keine Konsequenz, wenn wir quasi sagen, überdrehter Linkstyp und wir haben eine S-Persistenz bis V6, dass wir noch einen linksanterioren Hemiblock haben, ja. Hat aber ja irgendwie so klinisch eigentlich jetzt nicht wirklich eine Relevanz, außer wenn ich halt einen bifaszikulären Block habe. Ja, genau. Also prinzipiell ist gut zu wissen, weil wenn wir Patienten haben, die irgendwelche Herzrhythmusstörungen haben und ja, im Verlauf dann Probleme entwickeln könnten, ist wichtig zu wissen, ob er schon schenkelblockartige Veränderungen hat. Also, weil dann kann es doch zu kompletten linken Schenkelblock kommen. Und für uns ist auch wichtig zu verstehen, ist das komplett neu, außer nichts oder da war schon was. Ja, aber hier ist weil S-Persistenz bis V6 und das ist dann zusammen mit dem überdrehten linken Schenkelblock, dann Lissenterorichem im Block, ja. Genau, gehen wir mal weiter. Und jetzt ist es so, der Patient hat ja Dyspnoe, das heißt, wir machen bei ihm auch eine kapilläre BGA. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der Großteil deiner Zuschauer sind, glaube ich, schon, sind quasi schon im Krankenhaus gewesen, ne? Oder hast du auch Studenten als.
Meist, ich glaube, ich habe Studenten auch, die noch ja, dabei sind zu studieren, aber ich glaube, sie sind nicht so gut wahrscheinlich, so selbst Begehr auszuwerten. Aber sonst vielleicht nur einmal kapitäre BGA, wie man das macht, ist quasi, man sticht, also im Idealfall cremt man das auch noch davor ein, dann geht es eigentlich besser, sticht rein und nimmt dann so ein kleines Röhrchen und nimmt damit quasi das Blut ab. Was Und wichtig ist, man muss oft ganz doll drücken. ja. Ja, und das wahrscheinlich ist die Erklärung, warum haben wir so hohe Kaliumwert hier, ja. Muss man immer daran denken und überprüfen, ob das stimmt. Weil 5,7 ist jetzt nicht Ja. extrem katastrophal, aber das ist schon deutlich erhöht und das muss man kontrollieren. Aber wenn wir wissen, dass es eine kapilläre BGA war und wenn die Schwester sagt, ich musste ganz lange drücken, dann kann es dazu kommen. Ist quasi Sondern hochnormales Kalium, ist das 5,5 oder ist das ab 5? 5,2, 5,2, soweit ich ne? mich erinnern kann. Bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen wollen wir, dass es ein bisschen höher ist, also um die 5, das wollen wir so haben. Bei Patienten, die chronische Niereninsuffizienz haben und dialysepflichtig sind, die sind auch gewöhnt, höhere Kaliumwerte zu haben, aber zu höchst Kalium ist nicht gesund. Das müssen wir im Auge behalten und gegebenenfalls dann senken. Vielleicht, was bei der BGA ja noch für uns auffällig ist oder eher nicht auffällig ist, ist ja vielleicht, dass wir haben einen pH, der erstmal im Normbereich ist. Das heißt, wenn wir eine Störung haben, ist sie erstmal kompensiert, hätte ich jetzt gesagt. Und was ja vielleicht für uns noch auffällt, ist, wir haben, ich meine, das Hydrogencarbonat ist ja grenzwertig eigentlich im Normbereich. Das ist ja bei 26,1, obwohl das also eigentlich fast noch im Normbereich. Aber Und ja. was auffällig ist natürlich, dass die Patient Hypoxie hat. Ja. Hat PO2 57, das ist schon sehr niedrig. Wir sehen die Normwerte an 70 wollen wir haben mindestens. Und Sättigung ist auch 88. Ja. PO2 ist im Normbereich und pH ist normal, also das ist eine partielle respiratorische Insuffizienz, aber der braucht schon Sauerstoff. Quasi bezeichnest du das als partiell, weil der pH noch im Normbereich ist? pH ist normal und PCO2 ist normal. Ja. Ich habe es mal hier nochmal mit den vielleicht mit den Pfeilen markiert, dass man es nochmal ein bisschen besser sehen kann. Genau. Was vielleicht noch ist, du meinst ja schon quasi hypoxische respiratorische Insuffizienz. Was man ja vielleicht bei den Leuten auch noch sehen kann, wenn die Dyspnoe haben, ist ja, dass die eine Alkalose entwickeln, weil die halt hyperventilieren. Ja? Das haben wir Weil ja sie bei ihm hyperventilieren. jetzt eher nicht, weil quasi der pH-Wert soweit erstmal noch normal ist. Zumindest noch Erstmal keine normal, ja. dekompensierte. Genau, gehen wir mal weiter zum Labor. Leider, da das Labor so lang ist, muss man das in mehrere Folien quasi aufsplitten. Fangen wir mal hier an. Marina, vielleicht, was ist für dich jetzt in dem Labor auffällig oder nicht auffällig? Oder worauf guckst du? Es ist auch wichtig, wenn Patient mit Dyspnoe kommt, zu gucken, ob der keine Anämie hat, ja, weil das kann dann auch die Ursache sein. Das haben wir im BGA schon gesehen und hier sehen wir auch, dass Hämoglobinwert normal ist. Ansonsten ganz normal, wir beobachten oder wir schauen dann alle Werte, Leukozyten sind erhöht, da müssen wir gucken und fragen, ob, das haben wir auch schon gemacht, ob der Patient Infektsymptome hat. Hat er nicht gehabt, aber Leuko sind erhöht. Soll man gucken in Medikation, wenn die Prednison haben? Das kann auch Leukozytenwert erhöhen, ohne dass sie Infekt haben. Ja, Thrombozyten sind auch im Normbereich. Also jetzt außer Leukozytose, sonst ist nichts Auffälliges für mich hier. Zur nächsten Laborseite. Ups. Genau, So, willst du hier gleich weitermachen? ja, Kalium ist hämolytisch. Hier könnten wir das nicht nachkontrollieren, das stimmt. Glucose. Akzeptabel. Troponin ist auch hämolytisch. Das kommt quasi gleich auf der, ich kann mal Auf auf der die nächste Folie. Seite gehen. Genau, da ist es so, das ist bei ihm jetzt mit 0,058, ist das erhöht, das Drop-T. Das ist Das ist aber so, erhöht, ja. man hat allerdings, du meinst ja, glaube ich, mal quasi eine signifikante Erhöhung ist so ab 5-fach vom Normwert. Und Ja, ja. genau, man hat jetzt quasi bei ihm diese Troponinkontrolle eine Stunde später gemacht und man hat aber jetzt erstmal keine akute Dynamik.
was ja vielleicht für uns schon mal wichtig ist, um so. Richtig. Ich weiß So, nicht, Marina, Domain haben wir gesehen. Genau. Nutzt du noch dieses CK und CKMB? Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, das wird im Labor immer mitbestimmt, aber zum Beispiel in den ganzen Lehrbüchern steht einfach nur das Trop-T beim Herzinfarkt, weil das. Also ich muss tatsächlich sagen, in den letzten Leitlinien steht nur Troponin, Ja. aber bei uns im Krankenhaus, wir orientieren uns doch auf CK auch. Und wenn der Patient nicht nur Troponin, auch aber erhöhte CK und CKMB hat, dann ist das für uns Zeichen, dass es ein größeres Herzinfarkt hatte. Und wir orientieren uns immer noch, wann ist der Max, diese CK-Max hat der Patient erreicht und wenn die fallen, ab bestimmten Wert dürfen sie sich wieder mobilisieren. Ja, deswegen, wir bestimmen das tatsächlich noch. Gut, dann schauen wir noch in TproBNP. Das ist das Zeichen, dass der Patient dekompensiert ist, oder das kann das Zeichen der Rechtsherzbelastung sein, ja, bei Lungenarterienembolie. Und erhöhtes Troponin konnte auch Zeichen der Rechtsherzbelastung sein, ja. Deswegen vielleicht auch, falls es eine Lungenembolie ist, nimmt man ja so eine Risikostratifizierung vor. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und da ist ja quasi erhöhtes Troponin ist auch ein Wert davon. Also das Echo quasi, dass ich eine Rechtsherz-Echo habe, erhöhtes Troponin und dann eben, ob der Kreislauf stabil ist oder instabil. Ja. Deswegen quasi wurde das also halt dann mitbestimmen. Genau. Das ist wichtig, weil die Werte brauchen wir, um zu gucken, wie hoch ist das Risiko, dass was schiefgehen kann bei dem Patienten. Wie schnell müssen wir handeln? So, dann sehen wir, dass der CRP auch erhöht ist. Und im Zusammenhang mit erhöhten Leukozyten, das kann schon ein Zeichen der Infektion sein. Um sicher zu sein, können wir noch Procalcitonin nachzumessen. Haben wir in diesem Fall nicht gemacht, glaube ich. Genau, das wurde hier nicht gemacht. Ja. Aber auf jeden Fall, es gibt Hinweise, dass er irgendwo Infekt hat. Ja? Gut, und da sehen wir, dass die Nierenwerte ein bisschen eingeschränkt sind, aber jetzt nicht extrem dramatisch. Genau, ich habe es hier nochmal zusammengefasst. Ach so, was vielleicht auch noch für uns jetzt wichtig ist, das ist hier, glaube ich, nicht mit drauf. Man hat bei ihm auch noch ein D-Dimer mitbestimmt. Das D-Dimer ist positiv. Dann, du meinst ja schon, die Nierenwerte sind ein bisschen quasi verschlechtert. Ich habe hier mal nochmal aufgeschrieben, warum das eigentlich trotzdem jetzt per Definition kein akutes Nierenversagen ist, weil das Kreatinin eigentlich nicht doll genug erhöht ist, hätte ich jetzt gesagt. Also wenn man guckt, das Kreatinin ist ja bei ihm bei 111, der Normwert ist bei 104. Das heißt, das Kreatinin selber ist erstmal nur gering erhöht. Man muss jetzt sagen, was das Wasserlassen angeht, gibt es da keine Probleme. Das ist ja auch quasi ein Wert, woran man akutes Nierenversagen sehen kann. Und dann würde ich zumindest sagen, dass man, wenn man sich sagt, akutes Nierenversagen oder AKI ist ja Acute Kidney Injury, das ist hier eigentlich nicht wirklich zutreffend, sondern wahrscheinlich eher, dass der eine vielleicht chronische Verschlechterung hat oder irgendwas in die Könnte Richtung. sein, ja, könnte sein, weil Kreatinin tatsächlich minimalst erhöht ist, ja. Genau, D-Dimer ist positiv. Was ich hier jetzt nochmal, ich habe hier mal nochmal eine Folie mit dem Well-Score, den hast du ja vorhin schon erwähnt. Wenn wir mal bei ihm den Well-Score quasi machen, ja, wir haben die Tachykardie, das gibt 1,5 Punkte. Wir haben den Zustand nach TVT oder Lungenembolie. Ach krass, das sind nur 1,5 Punkte. Ich dachte, es wären drei. Okay, da habe ich das. Wahrscheinlich ist Lungenembolie wahrscheinlich als die andere Diagnose, das hast du Ja, genau. Ja, dann habe verkürzt. ich, das habe ich, da habe ich das ein bisschen falsch gesagt. Ich dachte, das wären drei. Wenn wir das mal quasi zusammen machen, dann haben wir bei ihm schon mal 6 Punkte. Ja, mit 6 Punkten hätten wir dass eine Lungenembolie wahrscheinlich ist. Und dann könnte man ja, zumindest laut Lehrbuch, eigentlich auf das D-Dimer verzichten, hätte ich jetzt gesagt. Ja, vielleicht kann man es zu dir machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, im klinischen, wenn du in der Notaufnahme bist, musst du gucken, wie schnell du irgendwelche Untersuchungen bekommst. D-Dimer ist relativ schnell machbar, das können wir schnell kontrollieren. Und wenn das negativ ist, dann die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, also fast unwahrscheinlich, dass der Patient das hat. Wenn sie erhöht sind, dann müssen wir weiter Diagnostik machen. Soll auch nicht bei jedem Patienten bestimmt werden, weil das versichert uns nur. Aber in diesem Fall, da gibt es schon Hinweise, dass eine Lungenembolie sein kann. Und hier tatsächlich bei so einem klassischen Fall
konnte man theoretisch sofort CT machen, so auch die Nierenwerte waren normal, aber wenn wir nicht wissen, ob der Patient Probleme mit der Schilddrüse hat, Probleme mit den Nieren hat, da müssen wir Kontrastmittel geben. Da ist lieber, wenn wir Zeit haben, erstmal Laborwerte zu machen. Was vielleicht auch noch bei dem Wedimir, der Gedanke, warum wir sagen, dass man quasi bei hoher klinischer Wahrscheinlichkeit gleich ein CT machen kann, ist ja, dass man den Zeitverzug nicht hat. Es ist aber ja zumindest, also ich weiß nicht, ob das in allen Notaufnahmen so ist, aber ich kenne es halt so, dass quasi das, was man im Labor stimmt überhaupt, oft von den Pflegekräften gemacht wird. Und die Pflegekräfte sehen ja den Patienten vor dem Arzt. Das heißt, im Zweifel hat man diesen Zeitverzug gar nicht, wenn quasi das Dedimer schon da ist, wenn überhaupt erst die Untersuchung gemacht wird. Ja, das stimmt auch. Genau. Natürlich, wenn wir sehr große Wahrscheinlichkeit auf Lungenembolie haben und der Patient kommt direkt in den Schockraum, weil es so schlimm ist, natürlich, da warten wir nicht, bis die Edemie kommt, da machen wir sofort CT und dann warten wir auch nicht, ob die anderen Werte stimmen, weil hier geht es um Leben, überhaupt, ob er es überlebt. Gehen wir mal weiter. Man hat dann bei ihm jetzt ein CT-Angio gemacht, für die, um eben eine LAE auszuschließen, also Lungenembolie. Leider habe ich die Bilder jetzt nicht mit dabei. Aber genau, hier habe ich nochmal kurz aufgelistet. Also es ist einmal dieses quasi, ob man das Dedimer hätte wirklich machen müssen, so jetzt rein theoretisch gesehen. Und dann, man hat ja bei ihm jetzt leider kein Herzecho bzw. Beinvenenultraschall gemacht. Wenn ich quasi, wenn man vielleicht beim Beinvenenultraschall eine tiefe Venenthrombose festgestellt hätte, dann wäre das Risiko noch mal viel, viel höher. Also dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja noch mal viel, viel, viel höher gewesen. Und mit dem Herzecho hätte man halt schon mal gucken können, ob wir eine Rechtsherzbelastung haben oder nicht. So, es geht darum, wie klinisch schlecht ist der Patient. Wenn er mehr oder weniger stabil ist, dann haben wir Zeit, Dedimer zu bestimmen, Ultraschall zu machen von den unteren Extremitäten und dann zu entscheiden, wollen wir weitere Diagnostik machen, soll er antikoaguliert werden. Wenn der Patient aber klinisch schon kritisch ist, da eher sofort CT, wenn man Möglichkeit hat, auch Rechtsherzbelastung ausschließen und antikoagulieren. Da verzichtet man natürlich von CT oder verzichtet sich man auf CT und Ultraschall von Extremitäten. Was man hier vielleicht auch noch, das ist jetzt nur, ich meine, man hat das CT jetzt bei ihm relativ bald gemacht. Ja, es ging relativ schnell. Ich weiß, dass zum Beispiel im Herold steht ja, dass man schon bei Verdacht auf Lungenembolie, also bei hoher klinischer Wahrscheinlichkeit, auch schon den Heparin-Bolus von 10.000 IE geben kann. Das ist bei ihm auch gemacht worden, tatsächlich. Ja, Genau, würdest du da mitgehen? würde ich auch damit gehen, ja. Genau. Weil wenn der Patient oder die Patientin kein großes Risiko für Blutung hat, Heparin, erstmal nach 4, 6 Stunden ist schon raus. Man kann das im schlimmsten Fall antagonisieren. Also das macht schon Sinn, das zu machen. Genau, dann, wir stellen uns vor, der Radiologe ruft uns an. Ja, im CT kann man sehen, er hat eine zentrale LAE beidseits. Das heißt, wir sind ja schon mit unserer Verdachtsdiagnose ziemlich Richtung Lungenembolie gegangen und das wird jetzt hier dann bestätigt. Genau, ich würde einmal kurz sagen, was wurde gemacht und dann kannst du ja gleich kommentieren, Marina, was du vielleicht anders gemacht hättest oder wie du das siehst. Also einmal ist es so, man hat den Patienten an einen Heparinperfusor angeschlossen. Und dann hat man ihm die Beine gewickelt. Und das zum Beispiel würde mich mal interessieren, wie du das mit dem Beinwickeln siehst. Ja, mit den Wadenwickeln ist es, wir gehen davon aus, es konnte Thrombose sein, deswegen wickeln wir Beine. Auf andere Seite, Beinwickeln für Patienten, der Rechtsherzbelastung hat, ist da zusätzliche Volumen belasten konnte für das Herz sein. Deswegen muss man gucken. Beinödeme hat er nicht gehabt, ne? Genau, hat er nicht. Hat er Also er nicht hatte keine gehabt. Zeichen von der TVT und so, ne? Ja. Also kann man machen. Prinzipiell war es nicht verkehrt, bis wir das ausgeschlossen haben. Aber da muss man tatsächlich immer daran denken, dass es tatsächliche Volumenbelastung ist, weil, wenn wir Volumen von den unteren Extremitäten mobilisieren. Und das kann auch Probleme bereiten. Woran ich jetzt auch gedacht hatte, ich persönlich kenne das so, dass dieses Wickeln quasi, man könnte ja im ersten Moment denken, dass das ja verhindert, dass sich quasi die Trompen lösen. Aber ich
dachte, dass das so wäre, dass das vor allen Dingen quasi eher verhindert, dass sich neue Trompen bilden, aber quasi die bestehenden nicht dadurch unbedingt aufgehalten werden. Ich weiß aber nicht, wie siehst du das? Das heißt, die neue Trompen bilden. Ich würde sagen, dass es eher verhindert, dass die, okay, dass die, die schon da sind, nicht weiterfliegen. Ja. Ja, klar, können wir noch, das können wir nochmal nachgucken. Ich bin da, wie gesagt, auch nicht sicher. Das müsste ich auch nochmal noch gucken. Und natürlich Echos, ja, das haben wir schon besprochen, Rechtszeitbelastung. Genau, Echo hat man angemeldet. Dann ist es so, man wollte den eigentlich auf ITS legen, aber das ging nicht, weil da kein Bett frei war. Deswegen hat man ihn in die Tagesklinik gelegt, hat dann den Heparin-Professor weiterlaufen lassen. Und es ist dann so, dass tatsächlich auf der Station sind weiter die Entzündungsparameter angestiegen. Mhm. Da hat man ihm dann Unazid gegeben. Einen klaren Fokus hatte man eigentlich noch nicht. Ja, ich müsste jetzt nochmal genau in den CT-Befund gucken, aber soweit ich weiß, hat man das mindestens keine Zeichen von einer Stauungspneumonie oder Ähnlichem gesehen. Infarktpneumonie, aber eigentlich ist es nicht so unwahrscheinlich und ziemlich oft. Bei Lungenembolie entwickelt man auch Infarktpneumonie. Deswegen könnte sein, dass das die Ursache war. Genau, und dann ist es so, dass der Patient hat sich dann kontinuierlich eigentlich nach der Heparingabe verbessert und wurde schließlich entlassen. Ja. Was vielleicht noch ist, kannst du einmal nochmal für die Zuschauer erklären, warum hat man jetzt hier keine Lyse gemacht? Also die Lyse ist Therapie, die wir machen, wenn der Patient durch Indikation zur Lysetherapie hat. Und Indikation zur Lysetherapie ist, wenn der zentrale fulminante Lungenembolie hat und ist Kreislauf instabil, also hämodynamisch instabil und keine Kontraindikationen zur Lysetherapie hat. Lysetherapie ist mit mehreren Komplikationen verbunden. Deswegen muss man immer gut überlegen, ob der Patient davon profitieren kann. Und in diesem Fall, unser Patient war zwar tachykard, aber von Kreislauf war stabil. Hier haben wir erstmal mit Heparin begonnen und haben gesehen, dass das darunter auch besser war. Deswegen hat man sich von der Lysetherapie verzichtet. Genau, und dann sind wir mit dem Patienten schon mal fertig. Gehen wir gleich zum nächsten Fall weiter, oder ich weiß nicht, Marina, willst du noch was zu dem Fall sagen? Sonst können wir... Also hier würde ich auch sagen, dass der Patient mehr hohe Verdacht auf Lungenembolie hat und klinisch stabil ist. Da haben wir Zeit, noch ein bisschen Labordiagnostik zu machen. Wenn es nicht so ist, dann sofort CT, wenn möglich ist, und Antikoagulation. Und wenn der mit höherer Wahrscheinlichkeit Lungenembolie und kritisch instabil und keine Kontraindikationen zur Lysetherapie, muss man darüber nachdenken. Was vielleicht noch das habe ich glaube ich nicht mit reingeschrieben, ist noch, man hat dem dann auch direkt nach der kapillären DGA, als er da quasi ja in der Sättigung unter 90 war und der Sauerstoffpartialdruck unter 60 war, hat man ihm auch Sauerstoff angehangen. Sauerstoff, ja. Und das haben wir auch besprochen, dass es Hypoxie, genau, partielle respiratorische Insuffizienz war und der Patient war sauerstoffpflichtig, man hat dann Sauerstoff gegeben. Und hier, was wir auch schon besprochen haben, der Patient sollte auf jeden Fall im Krankenhaus bleiben, soll überwacht werden. Das haben wir auch gemacht. Genau, dann gehen wir mal zum nächsten Fall weiter. Diesmal ist es so, wir haben jetzt eine ältere Patientin, die ist 84 Jahre alt und kommt mit dem Notarzt in die Notaufnahme. Ist auch wieder so, die Patientin redet mit uns, wir gucken auf die Vitalparameter, also Herzfrequenz ist bei 81, ist also nicht tachykard, Atemfrequenz ist so an der Grenze zu erhöht. Ja, was vielleicht auffällt, ist, der Blutdruck ist ein bisschen hoch mit 177 zu 66 und auch die Sättigung ist mit 92% schon erniedrigt. Dann ist es so, wir fragen die Patientin wieder, was sie für Symptome hat. Da ist es so, die Patientin erzählt uns, also Belastungsdyspnoe ist bei ihr schon bekannt. Es hat aber irgendwie heute, hat es deutlich zugenommen. Ja, sie hat eben auch gemerkt, dass ihr Blutdruck so angestiegen ist. Aber sie liegt jetzt vor uns und jetzt hat sie eigentlich bei uns gerade nur leichte Dyspnoe. Dann sagt sie aber auch, sie hatte in letzter Zeit hatte sie häufig Dyspnoe-Symptomatik. Es hatte aber irgendwie keinen Auslöser. Das war jetzt nicht, weil sie sich irgendwie belastet hat, Treppen gestiegen ist oder so.
Es ist einfach so passiert. Dann, was Sie, oder? Ich wollte sagen, ich habe dich auch noch Fragen wieder. Was bedeutet für Patienten Belastungsdyspnoe? Für uns zu objektivieren, wir sollen sagen, es ist Belastungsdyspnoe H1 bis 4. Also ist die Patientin, also von den Vitalwerten wahrscheinlich, sie kann mit uns normal reden. Und da ist sie nicht dyspnoisch, also zumindest ist kein H4. Aber oder doch, also eventuell hat sie Orthopnoe, kann nicht flach liegen oder kann sie nur zwei Schritte laufen und dann hat sie schon Dyspnoe. Was bedeutet bekannte Dyspnoe? Sie sagt, ich habe schon seit 3 Wochen eine oder ich habe schon seit 2 Jahren und das ist die ganze Zeit stabil und heute ein bisschen schlimmer geworden. Ja, also das muss man schon ein bisschen genauer nachfragen. Dann, was sie uns auch noch erzählt, ist, dass sie seit einiger Zeit immer wieder dieses Gefühl von Druck auf der Brust hatte, also Angina Pectoris-Symptomatik. Fragen Sie auch noch, ob sie Husten oder Auswurf hatte. Da sagt sie nein. Das geht ja jetzt eher Richtung COPD zum Beispiel oder generell gegen die pulmonalen Sachen. Dann sagt sie, also Palpitationen hat sie nicht, Synkopen hat sie auch nicht gehabt. Irgendwie das, was Übelkeit, Erbrechen oder mit dem Stuhlgang irgendwas nicht stimmt, hat sie auch nicht. Und eben noch Fieber und Gewichtsverlust hat sie auch nicht. Wir fragen noch nach Allergien. Das hat sie, sind bei ihr keine bekannt. Medikamente nimmt die jetzt ein bisschen mehr als der andere Patient. Was man da vielleicht schon sehen kann, ist, sie nimmt ASS 100. Ja, das geht ja vielleicht schon mal in eine Richtung, dass schon mal irgendwas Kardiovaskuläres war. Und wenn sie Torasemid nimmt, Metoprolol und Statine und Enalapril, also geht es vielleicht auch Richtung Herzinsuffizienz oder zumindest Richtung Bluthochdruck, also irgendwelche kardialen Risikofaktoren. Ja. Dann, wir stellen uns vor, die Patientin hat ihren alten Arztbrief mit, also können wir sehen, was bei ihr für quasi Vorerkrankungen da sind. Da fällt einmal auf, dass es eine chronische Niereninsuffizienz Stadium 4 ist. Da ist es so, dass bei Hypertension, also was am ehesten halt durch ihre Diabetes und ihren Bluthochdruck kommt. Und sie hat auch eine renale Anämie, die bei ihr bekannt ist. Und sonst, sie hat eben Diabetes, Bluthochdruck, Fettleber ist bei ihr auch bekannt und sie hatte schon mal einen Magenulkus. Also kann man hier vielleicht schon mal sagen, die ist ja erstmal kardiovaskulär auf jeden Fall vorbelastet. Vielleicht Marina, warum ist für dich auch als Kardiologin die chronische Niereninsuffizienz wichtig? Weil das, da denkt man vielleicht nicht direkt dran. Na, erstmal, ich wollte fragen, in klinischen Untersuchungen stand da irgendwo, ob die Beine, die er hat? Untersuchung kommt quasi gleich. Ah ja, okay. Gleich noch. Weil das soll man auch fragen, ob die Patientin mal hatte und sie zugenommen sind. Ja, weil das ist auch wichtig. Niereninsuffizienz. Niereninsuffizienz ist von zwei Seiten wichtig. Erstmal, wenn wir die Laborwerte haben, die chronische Niereninsuffizienz kann mehrere Parameter beeinflussen. Das ist beeindruckungsvoll, sehr stark. Und es gibt auch Formeln, man kann in Google das eingeben. Bei chronischer Niereninsuffizienz, wir sollen dann GFR-Werte und zum Beispiel NT-proBNP-Werte angeben. Und dann wird es umgerechnet, wie ist es bei diesen Werten, wie tatsächlich hoch ist es oder niedrig ist. Die NT-proBNP. Wichtig ist, wenn die Patienten Niereninsuffizienz haben, kann sein, dass sie schlecht ausscheiden. Und das auch dann die Ursache sein kann, warum sie dekompensieren, ja, warum diese Volumenüberlagerung haben. Ja, das ist das, was mir sofort einfällt. Was vielleicht auch noch ist, ist, dass eine chronische Niereninsuffizienz in einem fortgeschrittenen, also vor allem in einem fortgeschrittenen Stadium, dass das quasi, gerade wenn das mit einer vermehrten Albuminausscheidung im Urin einhergeht, dass das quasi ein kardiovaskulärer Risikofaktor ist und sogar ein ziemlich wichtiger kardiovaskulärer Risikofaktor. Ja, das auch. Genau. Also ich glaube, das ist, genau, ab welchem Stadium müssen wir nochmal gucken. Ja. Genau, also. Genau, dann fragen wir nochmal nach Risikofaktoren. Raucherin nicht, Alkohol trinken tut sie auch nicht. Bei ihr ist eben dieser Bluthochdruck bekannt und wir wissen eben, also bei ihr ist auch bekannt, dass sie immer diese hypertensiven Entgleisungen hat und der Bluthochdruck ist eher das Therapierefraktär bei ihr. Was ja auch vielleicht ein bisschen dazu passt, dass ihre Niere ja schon geschädigt ist. Und Diabetes ist bekannt, diese Hyperlipidämie ist bei ihr bekannt, deswegen nimmt sie auch die Statine. Und Thrombose hatte sie noch nicht und immobilisiert war sie jetzt auch nicht in letzter Zeit. Okay. Dann, wir untersuchen die Patientin. Da ist es so,
Kreislauf ist für uns stabil und ist hyperton. Lunge und Herz sind nicht auffällig. Was aber eben auffällt, ist, dass sie diese Beinödeme beidseits hat. Also hat sie Beinödeme, okay. Genau. Sie hat aber keine TVT-Zeichen. Das heißt, das Bein ist jetzt nicht erwärmt, es ist jetzt nicht einseitig geschwollen. Ich weiß nicht, Marina, machst du bei jeder Untersuchung diese TVT-Zeichen mit? Weißt du, dieses Meyer-Zeichen, hast du die... Ja, bei Leuten mit Belastungsdyspnoe mache ich das schon. Und wenn mir auffällig ist, dass manchmal ein Bein ist, die sind dicker als die andere, also diese Umfangdifferenz sie haben, zum Beispiel nach Bypass-Operation, was auch bei Herzpatienten nicht so ungewöhnlich sind. Und das ist tatsächlich oft so, dass ein Bein ist ein bisschen ja, dicker als die andere und die Patienten dann sagen, aber das ist schon seit ewig so und das jetzt nicht neu ist. Da untersucht man trotzdem, ja, guckt man trotzdem genauer. Hier fällt mir ein bisschen, dass hier steht nicht, wie schwer sind, also wie schwer sind die Beine, dem es nur leicht ist, nur Fuß oder Unterschenkel und wie massiv ist das. Weil für jeden, der Patient sieht, ist es klar, für diejenigen, der danach den Befund liest, ist es wichtig zu gucken, wie war das, als sie ins Krankenhaus kam und wie ist es jetzt, wenn sie zum Beispiel auf andere Stationen geht. Genau, wir stehen uns, gehen wir mal jetzt in dem Fall davon aus, dass sie schon sehr ausgeprägte Beinödeme hat. Dann ist es so, wir gucken wieder ins EKG von ihr. Genau, Marina, möchtest du wieder? Ja, also warte, Herzfrequenz 72 war das, ja? Genau. Ja, 72, also normofrequent. Das ist auch Sinusrhythmus. Ich würde sagen, das ist ein Linkstyp. Ja, hier guckt man, ob die Denegativierungen V in der ersten Ableitung. Ja, das ist schon ziemlich. Genau, die Denegativierungen hat sie, ob es signifikant ist. Also da müssen wir über ein Kästchen haben, ja. Meinst du ST-Senkung oder T-Negativierung? Weil ich hätte jetzt. T-Senkung wollte ich sagen. Ja. Nein, das ist T-Senkung. Genau, das ist das hier. Schon kann man sagen, das ist ja so grenzwertig. Ein Kästchen ist das schon. Und in Ableitung 2 auch. Was hier vielleicht noch wichtig ist, ist, der QRS-Komplex bei ihr ist nicht verbreitert. Ja, weil das könnte ja jetzt, gerade wenn das in 1 und AVL zum Beispiel ist, auch Folge von einem Linkschenkelblock sein. Aber das ist quasi bei ihr jetzt nicht. Ja. In AVF, weil da sind auch Hinterwartableitung. Jetzt sehe ich jetzt keine deutliche Streckensenkungen. In AVR ist die Strecke ein bisschen erhöht. Ja, ein Kästchen ist es wahrscheinlich. Wir sehen zum Beispiel hier, wenn wir vierte QRS-Komplex angucken, hier sehen wir deutliche Hebung. Aber man soll die alle angucken, ja, und dann die anderen sind nicht so hoch, ja. Aber ein bisschen auffällig ist das schon. Ich gehe mal auf die Brustwandableitung. Gut. Also hier fehlt erstmal R-Progress in V1, V2, V3. Wir sehen, ne? Ansonsten, ja, keine. In V6 kann man auch sagen, ST-Strecke Senkung. Aber sonst weiter nichts. Also EKG ist nicht komplett sauber, muss man sagen, ja? Genau, wir können es vielleicht nochmal, ich würde es einmal nochmal zusammenfassen. Wir hatten einmal diese ST-Hebung in AVR. Aber dass es ja quasi nur eine ist, ist ja für uns jetzt noch keine. Das ist auch ein bisschen komisch, ja, dass es nur eine Ableitung ist. Genau, dass es jetzt noch nicht Richtung irgendwie STEMI geht. Mhm. Und dann, wie du ja auch schon meintest, der hat ja in relativ vielen quasi EKG-Ableitungen diese ST-Senkung. Mhm. Also in, ups, was war es? Genau, 1, 2, AVF war ja auch noch eine, habe ich glaube ich nicht mit aufgeschrieben und V5 und V6 halt. Genau, deswegen, ich habe jetzt hier unauffällig geschrieben, wahrscheinlich nicht ganz richtig, weil das EKG nicht ganz quasi sauber aussieht. Das unauffällig bezieht sich jetzt aber eher auf diesen Notaufnahmeblick unauffällig, weil es ist jetzt quasi kein akuter
ist jetzt kein STEMI oder ähnliches, ja. Also quasi jetzt kein akutes Notfall-EKG, sage ich mal. Ja. Genau, gehen wir mal zum Labor weiter. Mhm. Genau, hier fällt vielleicht auf, dass der HB-Wert gesenkt ist. Das würde ja passen im Rahmen von der renalen Anämie, gerade weil sie ja auch eine normozytäre Anämie hat. Das ist ja, also muss ich nachgucken, aber stand im Herold, dass das bei renaler Anämie irgendwie so ist. Aber sicher wird man trotzdem fragen, ob Patienten eventuell Blutungszeichen hatte, um ja zu differenzialen Diagnosen. Genau, Leukozyten sind bei ihr ja quasi erstmal nicht erhöht. Mhm. Genau, gehen wir mal im Labor noch weiter. Was bei ihr erhöht ist, ist das Troponin T. Ja, ist bei 0,148, also ist ja auch schon. Genau, es ist aber jetzt so, man hat keine Dynamik bei ihr. Also auch die Troponin-Kontrolle eine Stunde später ist wieder quasi nicht, es ist nicht gestiegen oder gefallen. Ich kenne das immer so, dass das quasi um ein Drittel steigen muss oder fallen, damit man Dynamik hat. Ja, sogar so über 20%. Genau, oder 20%. Ja. Genau, was jetzt hier? Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, weil quasi dieser Troponinanstieg, die ist ja kardiovaskulär vorbelastet. Und gerade wenn ihre Niere so schlecht ist, kann das ja vielleicht auch Folge sein von der chronischen Niereninsuffizienz oder auch von der hypertensiven Entgleisung. Ja, oder einfach bei den Patienten, die Koronarien sind so verändert, dass sie einfach die ganze Zeit schon solche Werte machen. Deswegen hier muss man unbedingt Kontrolle machen und wie Dynamik sehen, haben wir auch gemacht, haben wir nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Mhm. Genau, dann vielleicht nochmal, ihre GFR ist ja bei 24, aber bei ihr ist ja chronische Niereninsuffizienz Stadium 4 ist ja bekannt und Stadium 4 ist ja 15 bis 30. Also dann wird passen. Genau, ja, ab 5 ist dann unter 15 und das entspricht ja quasi ihrem Stadium. Genau, TSH steht jetzt hier nicht mit drin, ist aber unauffällig, ist ja vielleicht für uns interessant, weil TSA kann ja quasi, wenn mit der Schilddrüse irgendwas nicht stimmt, kann das ja auch vielleicht sich auf das Herz auswirken. Ja, dann kann auch der HKD auslösen. Genau, dann NT-proBNP meinst du ja vorhin schon, dass es quasi ein Hinweis auf eine kardiale Dekompensation ist. Ist das, ab wann würdest du sagen, ist ein NT-proBNP richtig stark erhöht und wann ist es quasi einfach nur ein bisschen erhöht, sage ich mal, weißt du? Haben wir hier, hier haben wir Wert von ca. 800 und wenn NT-proBNP um 1000 ist, 1100, ist jetzt keine richtige also keine große Erhöhung. Ja, 5000, das ist schon mal ein Wert, aber da müssen wir tatsächlich umrechnen und gucken, wie es jetzt mit dieser GFR tatsächlich ist. Weißt du, macht das das Labor automatisch oder musst du das? Nein, das muss man selbst machen. Okay, krass. Gibt es dafür dann irgendwie so einen eigenen Rechner oder so? Oder musst nicht du im Google kannst du eingeben, weil wir hatten letzte Woche einen Patienten gehabt mit Radkörperinsuffizienz und der kam vor einem Monat mit besseren GFR, also würde ich sagen, GFR war bei 60 und NT-proBNP war bei, sage ich, 3. Und jetzt kommt der akute Nierenversagen, GFR ist bei 25. Und NT-proBNP war bei 9000. Und wenn man so sieht, denkt man, dass er kardial dekompensiert ist. Klinisch war er eigentlich stabil und der Patient selbst meinte, es ist schlimmer geworden. Und dann haben wir umgerechnet und aktuelle NT-proBNP ist dann ca. 2000, also weniger als es war im Vergleich zu den Werten. Deswegen, das macht schon Sinn, bei eingeschränkten Nierenfunktionen das nachzugucken. Ich weiß nicht, ist das was du auch schon in der Notaufnahme machen würdest oder wäre das eher sowas für Normalstationen dann? Ich würde das eher auf Normalstationen machen, weil hier, wenn du sagst, Patientin hat massive Beinödeme, hat Luftnot, die ist definitiv kardial dekompensiert. Ja. Also das, und wir machen dann weitere Diagnostik, wir machen noch Röntgen und so weiter. Wir können Ultraschall machen und gucken, ob sie Erbüsse hat und weiter beurteilen, aber jetzt, wie weit ist sie dekompensiert, kann man dann weiter klären, wenn sie stationär aufgenommen ist. Für uns in die Notaufnahme wichtig, gibt es Indikationen für die Aufnahme und was können wir jetzt machen, damit sie jetzt sich besser fühlt. Ist vielleicht auch nochmal ein Beispiel dafür, wie geil eigentlich Ultraschall notfallmedizinisch ist, weil man natürlich, wenn man jetzt hier ein Herzecho hätte, könntest du natürlich vielleicht schnell
die, also ein notfallmedizinisches Herzecho, könntest du natürlich vielleicht schnell die wichtigsten Parameter für die kardiale Dekompensation halt mit dem Echo bestimmen. Kannst die Ejektionsfraktion und so weiter. Aber auch die Lungen, man kann Genau. gleich Ja. gucken, ob die jetzt Zeichen der Pulmonalstau hat, ob sie Ergüsse hat. Ja, das sieht man auch. Genau, gehen wir nochmal auf die kapilläre BGA weiter. Die hat man bei ihr auch gemacht. Genau, Marina, was würdest du da sagen? Kann man da sehen? Ja, also wir gucken auf die pH-Wert. So, hier ist es schon ganz minimal alkalotisch. Dann PCO2 ist noch im Normbereich. PO2 ist erniedrigt. Sättigung ist auch erniedrigt. Also hier sprechen wir auch schon über respiratorische Insuffizienz, partielle respiratorische Insuffizienz, weil wir sprechen über globale respiratorische Insuffizienz, wenn auch CO2 erhöht ist. Das ist noch nicht der Fall. Und restliche Werte gucken wir auch. Bicarbonat ist normal, Natrium, Kalium ist normal, Hämoglobin wollte ich noch gucken, eigentlich sollten wir haben. Der ist, achso, den habe ich glaube ich nicht nochmal mit reingemacht. Aber der ist quasi wir haben das. Wie der kommt gleich im Labor nochmal, der HB-Wert, der ist quasi ähnlich wie in der BGA. Ja, aber das haben wir schon gesehen, sie hat zwar Anämie, aber jetzt nicht dramatisch ist. Ja. Ja, ich würde schon Sauerstoff geben hier. Und dann diese grenzwertige Alkalose. Ich hätte jetzt gesagt, dass das vielleicht im Rahmen von einer Hyperventilation bei einer Hypoxie zu werten ist. Aber da passt ja, dass das PCO2 nicht gesenkt ist und dass der HCO3-, also das Bicarbonat, passt ja auch nicht so richtig dazu. Aber CO2 ist an der unteren Grenze noch, ja. Das stimmt, deswegen, ja. Ich glaube, die versucht das noch zu kompensieren. Aber wenn wir weiter sie so lassen, wahrscheinlich wird sie doch... werden wir dann die Veränderungen in den Werten auch sehen. Und diese respiratorische Alkalose und Hyperventilation, da würde ich bei solchen Patienten eher Sauerstoff geben, ja, damit man das so ein bisschen kompensiert. Und die Atemfrequenz bei ihr auch erhöht, oder? Das war 20. Die war bei 20, also sie ist quasi grenzwertig erhöht, sage ich mal. Mhm. Genau, aber passt ja in das, was du dazu meintest. Genau, gehen wir weiter. Dann hat man bei der Patientin einen Röntgenthorax gemacht. Genau, magst du vielleicht mal gerade beschreiben, was du darin siehst? Ja, also hier würde ich sagen, wir sehen vermehrte Gefäßfüllung. Wir können die Gefäße bis zur Peripherie verfolgen. Das ist schon Zeichen für pulmonale Stau. Jetzt Ergüsse. So deutlich kann ich nicht sehen. Also die Winkel sind eher frei. Ja, Infiltrate sehe ich ja auch nicht. Aber Zeichen für pulmonale Stau hat sie. Vielleicht kurz nochmal, warum man einen Röntgenthorax macht. Ich hätte jetzt, also bei Dyspnoe ist ja eigentlich vor allen Dingen kardiale Stauung und halt das quasi eine Pneumonie. Das kannst du ja auch im Röntgen sehen und halt auch Pneumothorax und so weiter. Also prinzipiell, jemand kommt mit Luftnot, wir müssen gucken, nicht, dass er Rauchvordrauch hat, ganz große, der jetzt auch irgendwo hindruckt und das Problem macht. Und was du schon genannt hast, ja, also bei Dyspnoe, Röntgen würde ich unbedingt machen. Was ich mal spannend finde, da müsste man mal quasi jemanden vielleicht auch aus einem anderen Land oder so fragen, ob die das anders machen, ist, ob man quasi durch ein strukturiertes Notfallthoraxsonographie eine Röntgen quasi ersetzen kann. Weil du kannst ja die kardiale Stauung kannst du sehen, du kannst eine Pneumonie im Röntgen auch teilweise sehen. Ja, ich weiß nicht genau, ob das sich quasi deckt, quasi was die Zeiten angeht, weil ja bei Pneumonie das Röntgen ist ja eigentlich Goldstandard. Was ich nicht weiß, ist halt, wie das mit den Infiltraten, wie das quasi, was du meinst, mit diesen Raumforderungen und so weiter ist, weil das Sono ja nur bis quasi nicht so tief reinkommt, sage ich mal. Aber da müsste man vielleicht nochmal jemanden fragen, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber ich würde sagen, natürlich, was jetzt Richtung kardiale Dekompensation geht, da kann man tatsächlich mit Sono sehr viel sehen. Dafür müssen wir nicht unbedingt Röntgen machen. Das ist zwar für uns ein guter Hilfsmittel, aber prinzipiell mit Sono kann man auch sehr viel sehen. Und da sparen wir auch Strahlbelastung. Aber es gibt Sachen wie Pneumothorax, muss man sagen, auch im Ultraschall kann man auch sehen. Also, aber es gibt Sachen trotzdem, wo wir Röntgen brauchen. Ja.
Genau, gehen wir mal weiter. Was vielleicht für uns interessant ist, ist vor allen Dingen dieses, also wie du meintest, keine Infiltrate, und wir haben diese quasi Stauung von den Pulmonalgefäßen. Die Radiologen haben jetzt hier noch gesehen, irgendwie auslaufende Ergüsse beidseits. Ich kann nochmal gehen, aber das ist ja auch immer so Interpretationssache. Ja, wahrscheinlich, dass es so unscharf ist, ja, basal. Und Ja, und halt die dann kann Stauung und dass man quasi keine Infiltrate hat. Das heißt, Verdachtsdiagnose war jetzt in dem Fall einmal die kardiale Dekompensation. Du meinst ja auch schon belastungszystemische Ödeme. Haben jetzt mit der Lunge ist bei ihr nichts vorbekannt, was vielleicht auch in die Richtung geht. Genau, ich habe hier mal nochmal so ein paar Differentialdiagnosen vielleicht, die für uns interessant sind. Auch Richtung akutes Nierenversagen geht es ja bei ihr nicht, weil das chronische Nierenversagen, also chronische Niereninsuffizienz, ist ja vorbekannt und es hat sich ja bei den Werten nicht wirklich was geändert. Aber wenn es eine akute Nierenversagen war und der Patient kommt mit Dyspnoe und dann unsere ja, Gedanken waren, dass sie durch diese akute Nierenversagen kann nicht ausscheiden, deswegen wird sie hypervolem, deswegen haben sie Beinödem, deswegen ist sie gestaut und deswegen haben sie Dyspnoe, ja. Genau, dann eben, wir haben das erhöhte NT-proBNP, müssen wir jetzt natürlich nochmal gucken, wie es mit der Niereninsuffizienz ist, weil das ja, wie du meinst, es ist halt begrenzt verwertbar oder wie du meintest, man muss das quasi umrechnen. Wir haben aber ja auch noch den Röntgenthorax, und was wir eben bei ihr auch haben, ist, dass wir diese kardiovaskulären Risikofaktoren haben. Sie ist schon sehr alt, also mit 84 sehr alt, aber sie ist auf jeden Fall alt. Diabetes ist bekannt, Hyperlipoproteinämie, der Bluthochdruck und eben die chronische Niereninsuffizienz. Vielleicht nochmal auch wegen dem Fall davor. Differentialdiagnose Lungenembolie. Wir haben bei ihr eigentlich keine Risikofaktoren und der Well-Score hat bei ihr eigentlich 0 Punkte. Ja, sie ist nicht tachykard, sie hatte noch nie eine Thrombose, hat keine Zeichen von einer tiefen Venenthrombose und sie hat auch jetzt keine Tumorerkrankung oder ähnliches. Und genau, deswegen, ich habe hier mal trotzdem Dedimer-Bestimmung Fragezeichen hingeschrieben, weil ich sage mal so, das Problem kann ja sein, wenn ich da jetzt trotzdem Dedimer mitbestimme, obwohl ich eigentlich eine LAE sehr unwahrscheinlich ist, kann es ja sein, dass das Dedimer erhöht ist aus anderen Gründen. Ja, das kann ja bei Entzündungen und so weiter erhöht sein, Tumorerkrankungen, die man vielleicht nicht kennt oder so. Und man deswegen dann ein CT macht, was eigentlich unnötig ist, weil das Dedimer halt erhöht ist. Ja. Nee, da würde ich hier in diesem Fall erstmal Dedimer nicht bestimmen. Da gucken wir im Ultraschall, müssen wir sowieso gucken, wenn wir da Zeichen für Rechtsherzbelastung haben. In klinischen Untersuchungen haben wir auch kein Zeichen für KVT gesehen. Wenn wir Hinweise gesehen hätten, könnten wir erstmal Ultraschall von den Beinen machen. Und wenn wir da tatsächlich KVT gesehen haben, dann kann man überlegen und dann gegebenenfalls, wenn per Ventilations, Perfusionsintigraphie machen, ja, bei diesen Nieren. Was vielleicht ja noch ein bisschen Richtung Lungenembolie gehen könnte, allein auf Basis von der Anamnese, ist ja, die hatte ja quasi, die hat ja erzählt, dass sie immer so rezidivierende Dyspnoe-Attacken, sage ich mal, hatte, die nicht bei Belastung aufgetreten sind. Hätte ich jetzt gesagt, weil Lungenembolie kann ja, also kann ja auch in Typen auftreten. Und für eine dekompensierte Herzinsuffizienz wäre ja eher typischer, dass das bei Belastung quasi ist. Dass das vielleicht noch ein bisschen in die Richtung gehen könnte, aber ich weiß nicht, ob das schon ausreicht für, also um sich quasi differenzialdiagnostisch auch darauf einzuschießen. Aber das ist immer, muss man im Komplett sehen, ja, also Ja. muss man gründlich Anamnese erfragen und körperlich untersuchen und dann überlegen, ja. Und auch überlegen, ob die Patientin davon profitiert ist. Ich weiß nicht, Blutverdünner hat sie nur als jetzt gehabt, ja. Genau. Aber wenn jemand kommt und denkt, aha, hier konnte eventuell Lungenembolie sein, aber er ist schon antikoaguliert eigentlich. Es ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Da überlegt man auch, ob man jetzt unbedingt CT machen wird, weil die Konsequenzen, sie wird weiter antikoaguliert und das machst du eigentlich sowieso. Genau, dann vielleicht noch zu den weiteren Maßnahmen. Ist es so, die Patientin wurde dann stationär aufgenommen und man hat jetzt in der Notaufnahme selber noch nichts weiter gemacht, außer dass man quasi ihr einmal Sauerstoff gegeben hat, wegen den, weil ihr, also sie ja diese hypoxische Insuffizienz hatte. Und da wäre jetzt noch die Frage, also Marina, würdest du bei so einer Patientin quasi schon in der Notaufnahme vielleicht einmal Furosemid geben, um quasi die Rekompensation schon zu beginnen? Oder ist das erst was, was man auf Normalstation macht? Nein, das würde ich machen. Wir haben gesehen, dass die Patientin respiratorisch nicht ganz gut ist. Ja, also auf jeden Fall, da muss mehr oder weniger notfallmäßig Therapie eingeleitet werden. Und Diuretika braucht sie sowieso jetzt und das würde ich tatsächlich in die Notaufnahme gleich beginnen.
Genau, vielleicht mal noch zum weiteren Verlauf. Die ist dann eben stationär aufgenommen worden für die Rekompensation. Man hat dann ein Herzecho gemacht. Da hat man einen dilatierten und hypertrophierten linken Ventrikel festgestellt. Passt ja auch zu der Vorgeschichte von der Patientin. Dann, sie hat eine Ejektionsfraktion von 40-45% und hatte aber eine diastolische Funktionsstörung. Ich habe die mal zugeschrieben, passend zu mäßig erhöhtem NT-proBNP, weil ich habe mal gelesen, dass quasi bei diastolischen Funktionsstörungen, die dekompensieren, der NT-proBNP eher weniger erhöht ist, als wenn das eine systolische oder quasi eine Dekompensation mit erniedrigter Ejektionsfraktion ist. Gute ich weiß nicht, Sache. Kannst du das teilen? Muss sagen, ich kenne das tatsächlich nicht so gut aus. Ich kann mir vorstellen, bei diastolischer Funktionsstörung kann der Ventrikel sich nicht so gut dehnen. Eventuell, dass es die Ursache sein kann. Aber sie hat sowohl als auch, ja, systolische Globalfunktion bei ihr ist auch mit der schwer eingeschränkt. Ja. Genau, dann was man bei ihr vielleicht auch noch hat, ist, man hat dann im Verlauf auch noch eine Szintigraphie gemacht. Und da ist es so, man hat tatsächlich drei so kleine Lungenembolien festgestellt, aber man ist nicht davon ausgegangen, dass die der Grund für die kardiale Dekompensation sind. Genau, und dann ist es so, dass die Patientin, also nachdem sie rekompensiert wurde, kardial, wurde sie schließlich entlassen. Man hat dann ihre Thorazimid-Dosis erhöht, quasi um das Wasser aus dem Körper zu kriegen, hat eine Trinkmengenrestriktion eingeführt. Und ja, ich sag mal, Ernährungsumstellung, glaube ich, empfiehlt man eigentlich jedem kardiologischen Patienten, würde ich jetzt mal so tippen. Und ja, dann hat man eben auch empfohlen, dass sie regelmäßig kardiologische Kontrollen macht, weil das hatte sie bisher noch nie. Weil bei diesen Patienten, wir haben eher drei Ursachen sofort gesehen, warum sie dekompensiert kann. Sie kann dekompensieren, weil sie eingeschränkte Pumpfunktion hat. Eine Klappe ist bei ihr undicht. Ich habe jetzt nicht, ich habe es vergessen, ist ein Meter schwer oder? Ah, hier steht nur leichter. Okay, gut. Leichter ist natürlich jetzt wahrscheinlich wird nicht die Ursache sein, aber soll man auf jeden Fall kontrollieren. Und die diastolische Funktionsstörung, auf den Blutdruck muss man achten. Das ist, aber bei ihr haben wir schon erfahren, dass es eher so maligne Arteriehypertonie ist. Sie kann das schwer einstellen. Das kann auch die Ursache davon sein. Ja. Genau, dann sind wir mit dem zweiten Fall oder mit dem, ups, nee, Fall 3 ist für ein anderes Mal. Dann sind wir für heute erstmal durch. Wie gesagt, sehr cool, dass ihr mit zugeschaut habt und vielleicht auch jetzt bis zum Ende mit dran geblieben seid. Da werden wir sehr freuen. Wie gesagt, und wenn ihr noch die Fragen schreibt, ja, der Kommentar, da werde ich mich auch sehr freuen. Genau, und ja, genau, wie gesagt, ja, genau, kommentiert gerne. Genau, sehr cool. Dann würde ich mal die Aufnahme beenden. Na? Nein, das nicht.